Hallo und willkommen zur 46. Folge von Suzerain zusammen mit Apfel. Hallo. Diese Folge sind wir in Holzer und Westens nächste Megaprojekt. Was hoffentlich dann nicht so schief geht wie unsere Autobahn. Die Was hier denn mit eigentlich schon. Autobahnschiff? Die hätte eigentlich schon lang fertig sein sollen. Mal schauen. Oh, okay, das ist einfach nur so eine Auswahl. The Ministry of Economy has put forward four bold plans for investment projects, which each may aiming to solve different issues, ranging from production to infrastructure. The four available investments are Banfield International Airport, Warner Seaport, Conrad Industrial Zone and Sanaa Agriculture Zone. Das ist eine sehr wichtige Entscheidung. Entweder wir gehen Banfield, einen Airport. Es wurde letzte Folge so beschrieben, Banfield wächst enorm in den letzten Jahren und da wäre ein Airport lukrativste. Was jetzt für uns Budget angeht, glaube ich, also in der Economy, glaube ich eher. Oder in Morna, einen Hafen, um den Handel anzutreiben. Und dann könnte Morna auch. Also in Morna halt einen Hafen, um den Handel anzutreiben. In Conrad die Industrie aufbauen. Oder halt wie ist es? Die Industriezone ausbauen. Dann könnte die mit La Chaffin konkurrieren. Oder in Sarna die Agriculture ausbauen. Weil die Russischen am härtesten getroffen hat. Ich muss sagen, ich bin eigentlich Eieiei. sehr für den Flughafen. Eigentlich schon, ja. Und nochmal zwei Budget weg. Banff International Airport. Government Budget decreased. Oh mein Gott, wir waren gerade bei 5. Jetzt sind wir in der. Okay, interessant. Budget allocation, mein Gott, allocation of healthcare. Oh, fucking healthcare. I was having my afternoon tea in my office and going through newspapers. And one of the headlines picked my interest. It read, Polio crisis in Welland. Before I could start reading, I heard a couple knocks. Pascal entered, followed by Lucien. Aber dieses Bild von Pascal ist so geil. Er Lucien, ist wieder da, wo der bist du Mann ohne Frau. denn? Echt? It's time for the scheduled healthcare meeting. Healthcare meeting. Good afternoon. Please take your seats. Very well, let's begin. Not. Yeah, very well, let's begin. They have taken the seats and Pascal produced documents from his suitcase. He put them on the table. Pascal looked at the newspaper I was reading. Very troubling news from Wellen, Mr. President. I've just returned from a meeting with our top scientists on the matter of polio. It seems to be spreading. Was ist Oh, Poli? Ist Polio. Poli eine Krankheit? Junge, die haben jetzt schon Polio ist eine Corona. Krankheit. Die haben einfach jetzt schon Polio ist eine Corona. echte. Also, da verlierst du, glaube ich, die Kontrolle über die Muskeln. Meistens tödlich. Eigentlich, nee, eigentlich tödlicher. Gott, ich will. Ja, Polio. Geil. Können wir wollen einfach wegbomben? Voilà. Indeed, this might have dire consequences in the region. I'm not worried. It will stop before it reaches Thordland. What are we doing to prepare? Why am I just learning from this newspaper? From a newspaper? Das ist actually eine gute Frage. What are we, what Das we ist
Das ist echt eine gute Frage. Aber wir nehmen trotzdem drei, wir müssen uns da vorbereiten. Wir wissen, wie das ausgehen kann. Ja. What are we Wir haben going to selbst prepare? erlebt. Wir waren dabei! 2020 Corona. We've notified all of our healthcare staff, especially the ones closer to the Wellen border. Unfortunately, these are also the more rural areas where we lack equipment and staff. What I was told by our researchers was that with the current infection rate, there will soon be millions of people affected by polio. We need to be ready for any possibility. True though. I doubt it is that serious yet. Das haben sie doch damals bei uns auch Ja. gesagt. Regardless, back to the topic, Mr. Benny Wohl. Geiler Name. Pascal put on his reading glasses and went through the documents. He didn't say anything for a whole minute. Mr. Benny Wohl? Yes. So. Yes, of course, let's start. Wann kommt der Tag mal wieder, wenn ich mal wieder eine normale Person schließe? He put the papers Kannst down. gern Pascal lesen, wenn du Cleared willst. his throat and looked at me. In general, I'm very content with the budget decision that was made. Ja. This comes as a very pleasant surprise that we all welcomed at the ministry. Okay, doch. The overall mood has been positive as the administration focuses more on the healthcare. I'm excited about what we can achieve with the allocated funds. Do you have any specific areas of focus in mind? Providing better healthcare is our goal. This administration will be known to have supported the welfare services. We have to minimize service disparity in the country. The situation isn't good at all. Der erste. Jo. I'm personally invested to solve the horrible infant and maternal death rates along with your requests. As you know, I have been preparing a new privatization program that will create funds through selling of unused ministry property and some extra taxes. It might not go against our strategy to promote a market co economy, but I'm personally against privatization of government services. Such vital services must be under state control. Aside from creating additional funds, there's a long-term problem with privatization in a country like Sordland. I don't see a point with privatization. It would create additional funds and boost enterprise. You're right. There might be structural issues, especially due to private greed and market manipulation. What are those problems? Zweite, wir wissen sie ja. Privatization ist nicht geil. Yeah. Also in a country where most people don't have access to quality healthcare. Das stimmt natürlich. Yeah. I do agree that there is some concern there, but the benefits of competitive and quality services is greater. Nee. This is not Acacia nor Lesbia. We are talking about Swartland, in which the healthcare is free for now. We out of here. We have people who have their lives depending on a service that is free to them. Messing with that structure will definitely hurt us politically in the future. In the future. That I know for sure. But the choice is yours, Mr. President. We'll promote privatization and allow the private sector to invest and buy government's health properties. We'll keep healthcare in state control, don't allow any private involvement that could endanger core health services. Ja, zweitens.
As you wish, the healthcare services shall remain in public hands. Genau, Pascal. Hätte auch mal nachdenken können. Good choice. Ich schau mal kurz wegen der Folge. Fertig. Perfekt. Hier. Now let's get to the big question of how we will spend the extra funds dedicated to the Ministry of Health. Ich würde sagen, wir bauen ein fettes Hotel in Holzhau. Da brauchen wir es am meisten. Die ganzen Kleinen da können ja nach Holzhau fahren, wenn sie ins Krankenhaus müssen. Bin ich eigentlich Du für. hast gerade Hotel gesagt. Meine ich ja. Warum soll, Weil, warum also. sollten wir ein Kranken, warum sollten wir ein Krankenhaus bauen von dem Geld fürs Healthcare? Echt so? Also. Well, so your suggestions. We should plan and build new hospitals. Ja, also. We could work on increasing the salaries of healthcare workers. We should focus on improving treatments in our rural areas. Zwei oder vier. Ich hätte gesagt, wir hören uns jetzt erstmal an, was die zu sagen haben. So. Aber ich hätte eigentlich auch gesagt, dass wir neue Krankenhäuser bauen. Ich finde, das wäre halt jetzt wieder so ein, die sagen uns jetzt beide, was sie wollen, beide wollen was Unterschiedliches und wir müssen uns wieder mal entscheiden. Ja, aber das heißt ja dann, dass nur dass eine Möglichkeit davon wegfallen müsste. Aber ich bin eigentlich sowieso für zwei, ja. Es gehört Ja, hier Mann, ja. in die kleineren Gegenden eigentlich mal ein Krankenhaus gebaut. Kann nicht sein, dass die immer nach. Ich weiß gar nicht, wie unser Krankenhaus aussieht. Wahrscheinlich hat es nur dieses kleine Dörfchen ein Krankenhaus. Wir bauen da noch ein zweites hin. Einfach nur so, Zum weil wir das Geld Hause. haben. Okay, we should plan on building new hospitals. I personally like the idea too, but I don't see the lack of hospitals in certain cities as a huge issue. The real issue is the quality of health staff and the access to it in desolate areas, but building hospitals would also be good. Building new hospitals would be much more valuable to us from a political perspective. Geht's um kranke Menschen, denen geht's um. Okay. It's a tangible fact we can show and use to our advantage. I believe improving treatments in rural areas should be our focus, Mr. President. Ja, jetzt haben wir es. Jetzt haben wir es. Wir haben nicht auf das erste gedrückt. Also. It would be best to consider the political advantage of each one, as well as the practical advantage before making a decision. A few minutes went by in contemplation as the moment to make a decision came near. Ja, geil, so wir dieselben drei Auswahlmöglichkeiten. Aber ich glaube, drei macht doch am meisten Sinn. Scheiß auf Krankenhäuser. Muss halt der Arzt in seinem Hinterzimmer operieren. Er hat das Equipment. Und es geht ja mehr darum, dass die Leute irgendwie sicher sind, vor allem jetzt hier unten in Bergia, wenn die hier die Pest haben. Geht ja eher darum, Ja, dass. gut, das bringt ein Krankenhaus ohne gutes Ding bringt nichts, das merke ich selber. Also. Improve rural treatment by hiring health staff and upgrading equipment in rural areas. New contracts for improvements will be drawn up immediately. That is all then. Very well. Fruitful meeting, nevertheless. Nice and short. Just the way I like it. Thank you for the meeting. Dismissed. Just the way I like it. Gut und kurz. So mag ich es. Genau wie unsere Frau.
Den Joke muss ich jetzt bringen. Pascal gathered his documents and left along with, with Lucien. Nice. Wo sind wir denn nächste? Oh, wir sind nächste Folge mit dem Holzer. Was geht's nächste Folge? Talks with Franz Richter on the upcoming vote. Wait, was für ein Vote? Sind wir schon 4 Jahre im Amt? Schon. Was zur Hölle passiert mit uns? Wir werden alt. Er ist zu Politiker, wir waren schon immer alt. Sollte Franken hier jetzt schon längst ausziehen? Verdammt, der Idiot. Er lebt noch? er sollte eigentlich jetzt legal Bier trinken dürfen. Er muss das nicht mehr beim Nachbarn über den Zaun werfen. Wie jedes Wochenende. Wenn er mit seinen Freunden im Baumhaus übernachtet. Alter. Da fliegen die Flaschen. Oh gut, dann lasst ein Like und Abo, wenn es euch gefallen hat. Schaut beim nächsten Mal vorbei. Morgen 15 Uhr geht's weiter und tschüss. Tschüss.